Martin Schulz. Martin Schulz, Sie können direkt weiter klatschen, meine Damen und Herren. Martin Schulz wurde am Wochenende mit 100% zum SPD-Vorsitzenden gewählt. Was für ein Ereignis. Was für eine Zahl. 100%. Es gibt nur einen einzigen, der dieses Ergebnis toppen könnte. Ne? 100%. Schon. 100% sind schon ein Hammer, 100%. Und Martin Schulz, das kommt jetzt raus, der war schon immer so ein 100%iger. Kürzlich hat man an einer Würselener Grundschule dieses Schriftstück hier gefunden. Willst du mit mir gehen? 100%. Dein Martin. Ein Original Schriftstück aus Würselen. Wobei man bei Prozenten natürlich immer fragen muss, 100% von was? Und bei diesem Ergebnis für Martin Schulz muss man natürlich sagen, 100% von der SPD. Sehen Sie, das relativiert es dann schon wieder. In der SPD drehen aber trotzdem alle durch. Die glauben wirklich, der Schulz, der kann alles. Der Schulz verbringt Wunder. Manche sagen, bis zur Wahl im September hat er sogar wieder volles Haar. Naja. So ein Afro, bestimmt. Kriegt er hin. Für Schulz ist nichts unmöglich. Und seine Rede hat ja alle mitgerissen. Vor allem ein Wort ist Schulz offenbar sehr wichtig. Respekt, Respekt, Respekt. Respekt. Wieder mehr Respekt. SPD. Ich möchte, dass der einzelne Mensch Respekt bekommt. Respekt. R-E-S-T-E-C-P. Ja, und Martin Schulz hat auch wieder seine Lieblingsgeschichte erzählt. Und zwar seine eigene Geschichte. Auch bekannt als der Kreuzweg von Würselen. Aber dann habe ich eine zweite Chance bekommen. Dank meiner Familie, dank meiner Freunde, auch dank der Jusos. Das klingt so religiös, oder? Es klingt alles, ich glaube, wenn er statt Jusos Jesus gesagt hätte, es wäre auch keinem aufgefallen. Ich muss aber sagen, der wirklich berührendste Moment für mich und nicht nur für mich war, als er dann die Lebensleistung von Sigmar Gabriel gewürdigt hat. Und ich glaube, da kamen wirklich allen die Tränen. Lieber Sigmar, dass du Platz für einen anderen für mich in diesem Fall gemacht hast, weil du davon überzeugt warst, dass das besser für das Land und besser für die Partei sein würde. Das ist eine große politische, aber es ist vor allen Dingen eine große menschliche Leistung. Ja, lieber Sigmar, das ist deine größte Leistung. Deine größte Leistung. Lieber Sigmar, dass du weg bist. Das kann wirklich, das kann keiner so wie du. Menschlich und auch politisch. Im richtigen Moment nicht mehr da zu sein. Wir hätten Martin Schulz gerne in unsere Sendung eingeladen. Er hat leider abgesagt. Unsere Einschaltquote ist ihm offenbar zu weit weg von 100%.